ich auch. Man muss mitten in der Nacht schlafen. Du musst nicht mitten in der Nacht. Und zweitens, du stehst gerade total auf dem Schlauch. Hast du total vergessen? Wir wollen doch die Kleinen wecken mit den Kopfkissen. Komm, schnapp dir dein Kissen und wir gehen los. Komm, nimm dein Kissen. Vergiss es ja nicht. Beruhig dich. Die hören uns doch sowieso nicht. Glaubst du, wir können das Licht anmachen? Bestimmt. Auf drei. Eins, zwei, drei. Attacke! Guten Morgen! Nennt ihr das einen guten Morgen? Ihr habt uns mitten in der Nacht geweckt. Es ist nicht mitten in der Nacht. Kinderchen, das Frühstück ist fertig. Zieht euch um, wir müssen weg. Ist das nicht ein schöner Tag heute? Nein, es regnet. Aber ich meine, wir gehen trotzdem zu den Pferden. Bei dem Wetter? Ja, lasst uns frühstücken. Und dann gehen wir los. Mann, jetzt habt ihr so lange getrödelt, dass der ganze schöne Regen weg ist. Aber wenigstens sind die Pferde ja schön. Da gucken wir jetzt mal an. Da hat sie recht. Die Pferde sind echt toll. Ja, besonders Fabi. Komm, wir gehen hin. Ja, Fabi ist wirklich ein schönes Pferd. Aber ich gehe jetzt schon mal nach Hause. Ja, geh dann schon mal vor. Na? Bis später. Tschüss. Tschüss. Auf dem würde ich gern mal reiten. Ich nicht. Ich reite lieber auf Balu. Der ist kleiner. Stimmt. Ich finde Fabi auch etwas zu groß. Ist doch auch egal. Fabi ist ein schönes Pferd. Ja. Komm, lasst uns gehen. Moment, wartet mal kurz. Was macht der Mann da vorne? Ach, der weiß schon, was er tut. Zerbrich dir doch nicht immer über alles den Kopf, komm. Warte. Uff. Gehen wir heute nochmal zu den Pferden? Na klar. Aber wir müssen auch unbedingt zu Fabi gehen. Gerne. Wir müssen uns aber beeilen, nicht, dass Fabi schon ausgeritten ist. Ja. Kommt, schnell. Nee, Fabi kann heute nicht ausreiten. Fabi ist irgendwie krank. Der Tierarzt war auch schon da, aber wir wissen nicht, was er hat. Okay, danke. Danke. Bitte. Tschüss. Es scheint ihm echt nicht gut zu gehen. Er ist total nervös. Was ist denn hier so komisch? Fabi, geht es nicht gut? Wir müssen ihm helfen. Nein, wirklich, hier riecht es komisch. Stimmt. Das könnte an dem Fleck dort unten liegen. Das ist doch das Zeug, was der Mann heute Morgen über das Futter gekippt hat. Ihr habt selbst gesagt, dass da nichts dran ist. Das ist bestimmt nur Wasser. Kümmert euch lieber um Fabi. Das riecht aber nicht nach Wasser. Lass mich mal. Stimmt, das ist kein Wasser. Vielleicht ist das ja Gift.
Aber warum sollte ich immer probieren, Fabi zu vergiften? Keine Ahnung. Fabi ist ein Mann. Er geht gerade zu einem Auto. Stimmt. Kein Stück weiter. Was soll das denn hier? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Und warum sind Sie dann weggerannt? Ich hab's eilig. Was haben Sie denn heute Morgen in Fabs Box gekippt? Wasser. Und was ist das? Ach, shit, das gehört mir. Gib das her. Was gehört Ihnen? Das Gift, das Wasser meine ich natürlich. Das glaubt jetzt willig. Aber jetzt mal ernst. Warum vergiften Sie Fabi? Na gut. Fabi ist das beste Rennpferd bei dem Turnier. Bei welchem Turnier? Naja, nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag findet hier ein großes Pferderennen statt und Fabi ist die einzige ernsthafte Konkurrenz gegen mich und meine Pferde. Aha, und deshalb dachten Sie sich, wenn Sie Fabi vergiften, haben Sie keine Konkurrenz mehr und Sie können das Rennen gewinnen. Wenn Fabi an den Start geht, habe ich keine Chance. Sie sind hinterhältig, andere Pferde zu vergiften, damit sie gewinnen. Wir geben das Gift am besten der Polizei, damit sie das Gegengift ermitteln können. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, dass Fabi bis Sonntag wieder gesund ist, damit er mitlaufen kann. Was habt ihr jetzt vor? Ihr werdet doch niemand etwas sagen, oder? Ganz im Gegenteil, die Polizei ist schon unterwegs. Hallo! Fabi geht es echt deutlich besser. Ich hoffe, dass er bis Sonntag war das Rennen, wieder gesund ist. Dann kann er mitlaufen. Und wir haben auch noch von der Polizei herausgefunden, dass dieser Typ, der Fabi vergiftet hat, schon öfter aufgeflogen ist wegen Pferdedoping. Das heißt, seine Pferde werden für das ganze Rennen gesperrt und er darf nicht mitrennen. Das sind ja gute Neuigkeiten. Das haben wir gut gemacht. Hi, ich komme gerade aus dem Reitstall. Ich habe gehört, ihr habt den Typ gefangen, der Fabi vergiften wollte. Klasse.